Moin, moin und hallo. 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 Besser. Wie Simon sagt, heute versinken wir mit Halo Anniversary in Nostalgie. Danach blödeln wir uns durch Saints Row the Third. Zunächst jedoch rasen wir mit Need for Speed the Run quer durch die USA. Ey, guck mal, schon wieder ein neues Need for Speed. Ey, das Ding hat, glaube ich, mehr Nachfahren als Boris Becker. Sollte eigentlich auch Need for Breed heißen, ne? Ist nicht lustig? Nee. Liebe Leute bei Electronic Arts, wir stellen keine Videospiele her, ihr schon. Wahrscheinlich haben wir genau deshalb keine Ahnung, was ihr euch bei Need for Speed The Run gedacht habt. Da habt ihr diese riesige Rennspielreihe, die zuletzt auf gleich zwei Spuren bestens gefahren ist, auf der Arcade-Autobahn mit Hot Pursuit und auf der Simulationsschnellstraße mit dem Shift-Duo. Und jetzt habt ihr für The Run allen Ernstes wieder die Pfeifen von eurem Studio Blackbox rangelassen, die Need for Speed mit Pro Street, Undercover und Co. souverän Richtung Bedeutungslosigkeit gelenkt hatten und letztes Jahr noch am MMO-Totalschaden Need for Speed World mitschraubten, hättet ihr mit den Jungs nicht längst mal die Geduld verlieren müssen? Could you pick up all your stuff? Because you're motherfucking fired. Aber wir wollen die Blackbox mal nicht gleich ins Korn werfen. Schließlich war die Entwicklungszeit für The Run lang. Und auf dem Pressemitteilungspapier klang alles unglaublich vielversprechend. Straßenschlachten à la Hollywood wurden da versprochen. Eine richtige Story, fette Actionsequenzen. Und spätestens als der Werbespot dann noch von Mr. Bombast Michael Bay produziert wurde, glaubten wir fast schon selbst an ein super Spiel. Aber Papier ist geduldig und manchmal verlogen. Die Story von The Run ist selbst für einen Bierdeckel zu knapp. Das Rennen geht von San Francisco nach New York. Nur die besten Fahrer. Schon der Aufhänger ist etwas dämlich, aber vielleicht ist Protagonist Jack auch nur sehr dumm. Gewinnst du? Löse ich dein Problem und gebe dir 10% ab. Steuerbüro Dieter Kniesel, guten Tag. Ah, moin Jack. Du, ganz kurz, bevor ich's vergesse, du. Ich hab von diesem Rennen gehört. Das heißt, du kriegst 90% und die alte 10, oder was? Nee, umgekehrt, Mann. Ja, das ist ja voll der super Deal. Hab ich super gemacht, ne? Ja. Jack? Das war dran. Jack? Naja, fahren wir erstmal los und freuen uns über die schönen Strecken. Dank der Grafikengine Frostbite 2, bekannt durch Battlefield 3, sehen verschneite Rocky Mountains, idyllisches Hinterland und Großstadt-Highways sehr schick und realistisch aus. Dafür läuft The Run aber auch deutlich ungeschmeidiger als andere aktuelle Racer, wie etwa Forza 4 oder Driver San Francisco. So ist The Run zwar hübsch wie eine Postkarte, aber inhaltlich auch ähnlich altmodisch. In der linearen und saukurzen Kampagne geht's größtenteils nur darum, Checkpoint-Rennen auf Zeit zu fahren oder eine vorgegebene Anzahl an Konkurrenten zu überholen. Um das Story-Deckmäntelchen nicht gleich nach den ersten Kurven zu verlieren, werden euch einige besonders starke Rivalen vorgesetzt, die ab und an durch nichtssagende Videos, oft aber auch nur durch Textfenster eingeführt werden. Da hatte jemand entweder keine Ahnung, wie man gute Geschichten mit echten Charakteren erzählt, oder es war ihm piep egal. Alter Jack, was geht? Alter, wir sind hier mitten am Drehen. Ey, wer sind die ganzen Leute hier? Das kann dir doch scheißegal sein, Mann, das ist ein scheiß Rennspiel. Ist doch egal, wer die sind. Was? Das ist ein scheiß Rennspiel. Ah, leck mich. Die Storypleite wäre ja nur halb so schlimm, wenn nicht 4 von 5 Rennen so schnarchig wären. Trotz Arcade-Handling fehlt es an Action, der Nitro-Boost ist ebenso unspektakulär wie das lahme Rückspul-Feature mit Schwarzblende und Ladepause. Highlights wie ein Sandsturm oder eine brachiale Lawine gibt's viel zu selten und die groß angekündigten Action-Sequenzen sind nicht mehr als ein paar läppische Quicktime-Events. Was bleibt, ist ein platter Blender, ein schönes, aber schmerzhaft dröges Rennspiel, das weder seinem Namen gerecht noch der Konkurrenz in irgendeiner Form gefährlich wird. Habt ihr fein gemacht, Blackbox. Läuft die Kamera? Ja. Hallo, ich bin der Halo-Stein. Die Game-One-Buben nennen mich immer so, weil sie hierher kommen, wenn ein neues Halo-Spiel rauskommt.
Ah, da sind sie auch schon. Hallo, hey, Halostein. Hallo, Game One. Alles gut? Ja, alles super. Ja, dann kann es ja losgehen. Ja, klar. Na, da ist der Halostein aber nicht ganz richtig informiert. Denn heute reden wir nicht über ein neues Halo, sondern über das Remake des mittlerweile 10 Jahre alten Erstlings. 10 Jahre. Man mag es kaum glauben, dass Halo schon so ein alter Schinken ist. Warum war nochmal der erste Auftritt des Master Chief so ein Meilenstein? Halo hat so viele Sachen eingeführt, die mittlerweile in die Ego-Shooter-Annalen eingegangen sind. Man hat es vorher noch nicht gehabt, dass sich Autofahrsequenzen quasi völlig nahtlos in ein Level integriert haben und es nicht so klein und portioniert war. So. Und jetzt gibt es ein Fahrlevel. Hey, hey! Das Schild ist natürlich auch so ein Ding, was sich komplett bis heute gehalten hat. Also der Grund, dass man in Call of Duty und Co. Nach ein paar Schüssen wiederbelebt wird durch unsichtbare Hände und sich einfach nur in Deckung begeben muss und abwarten muss, das kommt natürlich aus Halo. Künstliche Intelligenz, die wirklich ganz autark und selbstständig und zielstrebig versucht hat, mich zu vernichten und ich wirklich in Bedrängnis kam nach ein paar Minuten, wenn ich zu schlecht gespielt habe. Also es ist eine Menge an kleinen Details, die man mittlerweile als völlig gegeben voraussetzt, die jeder Shooter hat, aber die hat Halo damals einfach eingeführt. Wie wir wissen, altern Videospiele sehr schlecht. Den Crap von Anno dazumal will doch niemand mehr ernsthaft spielen. Fantastic! Trifft das auch auf Halo zu? Oder ist der Mega-Hit von einst auch heute noch eine Runde wert? Es hat mir genauso viel Spaß gemacht wie am Anfang, weil, und das ist das Geile, das Spielprinzip immer noch genauso gut funktioniert. Was ja auch der Grund ist, warum Halo überhaupt so ein Erfolg ist und nach 10 Jahren überhaupt noch jemand nach einer Anniversary Edition kräht. Wie es sich für ein Remake gehört, wurde Halo Anniversary optisch ordentlich aufgepeppt. Und wer das erstmal nicht glauben will, weil es so umwerfend auch nicht aussieht, der wechselt einfach mal per Knopfdruck zum Oldschool-Look. Ein faszinierender, aber auch schockierender Effekt. Dann sieht man erst, wie kacke Halo 1 eigentlich damals aussah. Den Dschungel, den habe ich wirklich dicht und düster und von Pflanzen bewachsen in Erinnerung. Ich habe quasi die Machete in meiner Hand gespürt. Aber wenn ich mir jetzt die Originalgrafik früher angucke, das ist wirklich öde, grau. Das ist nämlich nicht mal annähernd ein echter, lebendiger Urwald. Oh, hallo. Natürlich hat man auch die Macken des alten Halos mit in die Neuzeit gerettet. Allen voran die tristen Innenlevels, die vor allem im Vergleich mit den herrlich anzuschauenden Außenarealen ganz schön abstinken. Paradebeispiel ist das elendlange Bibliothekenlevel, in dem die sogenannten Flood-Monster ihrem Namen alle Ehre machen und wie eine unendliche Flut über den Chief hereinbrechen. Nicht wenige Halo-Fans sind von diesem Level geradezu traumatisiert worden. Entschuldigung? Hi, Entschuldigung, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich suche was gegen Pusteln. Nee, der Monat nee! Verdammt! Ihr scheiß Flat überall was? Hängt dir rum. Das geht mir was? So auf den Sack. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ey, immer diese scheiß Diskriminierung. Seit 10 Jahren komme ich hin. Ich platz gleich. Ah, ne, doch nicht, ey. Egal, darüber schaut man gern hinweg, denn die Gefechte sind auch heute noch genauso packend wie vor 10 Jahren. Spielerisch ist Halo tatsächlich viel besser gealtert, als wir es erwartet hatten. Es hat allein durch die Game-Mechanik immer noch seine Reize und das glaubt man nicht. Man muss es eigentlich heute mal spielen, um zu sehen, dass die Spiele damals auch ziemlich geil waren und echt auch einen Grund gibt, warum Halo heute so eine große Marke ist. Halo ist für mich der Shooter, der mich bislang einfach am meisten gepackt hat. Ich war quasi wie im Fieber. Ich lag nachts im Bett und konnte nicht einschlafen, weil ich ans nächste Level gedacht habe. Das habe ich vorher bei keinem Shooter erlebt und danach leider auch nicht mehr. Halo, das war's. Nein, ich glaube, es geht erst los. Okay, Maske raus. Kameras fertig. Und Action. Next up. Wer ist gekauft? Yeah! 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 Die Tierschutzorganisation PETA rückt Super Mario gehörig auf den Pelz, weil er sich in seinem neuesten Abenteuer mit eben diesem kleidet. Um gegen den Tanuki-Anzug zu protestieren, hat die PETA ein Flash-Game veröffentlicht, in dem ihr als gehäuteter Marderhund hinter Mario herrennt. Die PETA meint, war nur ein Scherz. Die Core-Gamer sollen bei Nintendo wieder eingegliedert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das japanische Unternehmen mit der Wii U verstärkt auf Online-Vertriebsplattformen. So soll neben EA's Origin-Service auch Valve's Steam-Portal unterstützt werden.
Um die in Südkorea stark verbreitete Online-Sucht einzudämmen, greift die Regierung zu neuen Mitteln. PlayStation Network und Xbox Live sollen zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens entweder komplett abgestellt werden oder erst ab Vollendung des 16. Lebensjahres zugänglich sein. Sony und Microsoft wollen den Jugendschutzbestimmungen nachkommen. Ob es nun göttliche Fügung oder einfach nur ein gewaltiger Hirnfurz war, weiß keiner so genau. Fakt ist, dass sich die Saints Row-Reihe seit ihrem Start im Jahr 2006 immer weiter dem Wahnsinn nähert und nun mit Saints Row the Third ihren vorläufigen Zenit erreicht. Wo andere Spiele nur einen kleinen Schritt machen, setzt Saints Row the Third zum Weitsprung an und lässt dabei die Konkurrenz auf seine ganz eigene Art und Weise hinter sich. Schon der Prolog lässt erahnen, was den Spieler hier in den nächsten Stunden der Hauptstory erwartet. Gemäß dem Motto nicht kleckern, sondern klotzen, wird der Tresor nicht aufgesprengt, sondern einfach der ganze Raum mit einem Helikopter abtransportiert. Natürlich steht ihr auf dem Tresor und gibt Feuerschutz, was das Zeug hält. Nachdem ihr euren Charakter erstellt habt, in unserem Fall ein Dr. Manhattan-ähnlicher Muskelprotz mit Zombie-Dialekt, geht's auch schon fröhlich weiter im Absurditätenkabinett. Hier eine Verfolgungsjagd auf Rikschas, die von SM-Sklaven gezogen werden. Dort ein Angriff auf eine ganze Militärbasis. Saints Row 3 trainiert die Lachmuskeln und tritt im gleichen Atemzug dahin, wo es wehtut. Noch nicht blöd genug? Dann macht halt einen Handstand auf einem fahrenden Auto. Oder kutschiert ein Tiger durch die Stadt, der seinen Unmut über euren Fahrstil mit Prankenhieben ausdrückt. Ähnlich abwechslungsreich wie die Missionen gestalten sich die Waffen. Der Vernichter 2000 ist Amerikas führendes Heim- und Reiseüberlebensgerät für totale Sicherheit. Gut, seien wir ehrlich, sobald man eine der vielen Panzervarianten in der Garage stehen hat, sind Schusswaffen eigentlich egal. Nichtsdestotrotz gibt es in Saints Row 3 einige Perlen zu verballern. Beschießt ihr einen Gegner mit Professor Genkis Oktopuswerfer, wird der kurzerhand zum breakdancenden Wegbegleiter. Und wer es gern etwas frivoler mag, greift zum Gummidildo-Schlagstock. Steelport ist eine Stadt des unbegrenzten Bullshits. Du bist das Wunder von Steelport. Deine Hände sind groß wie Kohlköpfe. Hau noch mal was damit. So wie er abflussfrei den Abfluss frei macht. Mach dein Panzer die Straße frei. Unrealistisch sagst du, wenn deine sinnlose Gewalt so unwichtig ist. Warum fuchtelst du dann mit einem Gummidildo um dich? Du kennst die Antwort. Weil aus deinem Dildo viele werden. Und aus deinen Prügeleien ein ganzer Krieg. Egal, wo du arbeitest. Oder was deine Position ist. Wer, wenn nicht du, soll die Tiger zum Friseur fahren? Du bist die Tiger. Und du bist der Friseur. Du bist Steelport! Gameplay-technisch bleibt sich Saints Row the Third treu und orientiert sich weiter am Genre Oberhaupt GTA. Das funktioniert in den Fahrpassagen sehr gut. Den Feuergefechten fehlt es aber leider ein wenig an Abwechslung, vor allem wegen der fehlenden Deckungsfunktion. Wir wissen, dass Saints Row the Third pubertärer Quatsch ist und wir wissen, dass die Designer von Volition genau das wollten. Doch die Grenze zwischen so blöd, dass es schon wieder lustig ist und einfach nur asozial ist schon sehr verschwommen. Extrem viele Aktionen aus dem Spiel durchbrechen die Grenze des guten Geschmacks und sind daher ein gefundenes Fressen für die Fraktion der Videospielgegner. Wem diese Art von Humor nicht liegt, wird bei Saints Row the Third nichts zu lachen haben. Gut, das war's mit Game One für heute. Ja, mehr gibt's natürlich auf GameOne.de. Und zwar alles, was wir in 15 Minuten nicht mehr reinquetschen können. Wiederschauen. Reingehauen.